Hallihallo, meine lieben Let's Play-Freunde! Hier ist Engelchen mit Outlast! So, jetzt sind wir aus der Kanalisation von dem Schrecken rausgekommen. Jetzt sind wir gespannt. Wir müssen immer noch aus der Kanalisation fliehen. Dann werden wir dies auch tun. Die Steuerung ist echt ein bisschen problematisch. Jetzt laufen wir mal hier entlang. Ich hoffe, uns kommt jetzt nicht gleich dieses komische Monster wieder entgegen. Oh Gott, da ist jemand. Dr. Wernicke ist tot, bevor er überhaupt anfing hier zu arbeiten. Okay, was will er denn von uns? Gehen wir mal hier runter, würde ich sagen. Was auf uns hier zukommt. Hier speichert es wieder. Und hier ist sehr blutgedönst. Laufen wir mal hier entlang. Oh! Da wurde jetzt was runtergeschmissen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Laufen wir hier entlang. Die ist geschlossen. Laufen wir mal hier weiter. Ich hoffe nur nicht, uns kommt jetzt irgendetwas auf uns zu. Wir wechseln mal lieber die Batterie. Boah. Okay, da hinten ist nichts. Wir müssen dann hier entlang. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden nach draußen. Wenn es mich nicht täuscht. Oder auch nicht. Ist da jemand? Nee, da ist nur eine Leiche. Okay, dann glaube ich, müssen wir hier entlang. Ich dachte, ich bin hier raus. Okay. Kann man sich leider auch nicht nirgendwo verstecken. Das war die falsche Türe, sagen wir mal so. Ja, da komme ich nicht weiter, ne?
Ach so, da muss ich weiter, okay. Gut, dann neue Batterie, neue Hoffnung, dass wir endlich aus diesem alten Trauma hier rauskommen. Das ist auf jeden Fall eine Batterie, ganz wichtig. Die braucht ihr immer, das ist sehr wichtig, weil ohne Batterie habt ihr es schwer. Wo entlang gehen wir jetzt? Da war wohl hier nichts, ne? Mit dem Laufen. Müssen wir jetzt wieder alles hier zurück, oder wie? Speichert, okay. Wo entlang gehen wir? Oh Gott, was war das? Wir gehen diesen Weg. Nee, wir gehen diesen Weg nicht. Komm raus. Nein, nein, nein. Oh nein. Ach, komm. Geh weg von mir. Geh doch weg. Ah, der verfolgt mich doch immer, oder? Diese lange Ladezeiten sind echt extrem. So, da müssen wir auch entlang, oder? Genau, so war es doch. Aber jetzt warten wir hier. Weil ich glaube, der Herr, der kommt ja jetzt von da. Und der kann ja nicht durchschlüpfen. Haha. Aber wenn es ein bisschen gruselig hier ist. Es kann ja nicht sein, dass der da jetzt einfach... Da ist er nämlich. Da kommt er jetzt. Ah, jetzt komm hoch. Ich komme gar nicht mehr hoch. Na klasse. Was soll ich denn da laufen jetzt? Der verfolgt mich doch. Wo ist denn der jetzt? Ah, da ist er doch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, lass mich doch in Ruhe. Ah. Wie kommen wir am besten da durch? Gute Frage, nächste Frage. Sobald ich da runterspringe, komme ich ja nicht mehr hoch. Ist schon mein Ding. Da ist doch irgendetwas. Da muss ich geradeaus zu. Und von da aus kommt er. Okay. Wir gehen jetzt einfach noch mal kurz zurück.
und warten, bis der mal da vorbeiläuft. Warten ist nämlich sehr gut. So, aber ich denke mal nicht, wir gehen jetzt auf Volle und Ganze. Von da aus kommt er. Wenn er nicht so laut reinplumpsen würde, er. Von da aus kommt er. Gut. Da hat's was zu verstecken. Nein! Ach komm schon. Ich hatte es gerade gehabt. Lass mich los. Lass doch mich. Oh. Gibt's doch nicht. So, wir haben es geschafft. Juhu! Mallrot. Okay. Wir sind aus der Kanalisation draußen. Genau, wenn ihr sie wissen wollt, wie es weitergeht, dann... schaltet beim nächsten Mal ein, wie Engelchen hier Outlast weiterbekommt, hinbekommt oder wie oft sie stirbt. Abonnieren, liken und ein Feedback wäre natürlich auch toll. Also, euer Engelchen von den Let's Play Arzen. Bis dann. Ciao.